Hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu der Kartenlegung für August 2024. Und diese Legung ist für alle, die unter dem Sternzeichen Krebs geboren sind. Meine Lieben, ich freue mich, mit euch heute hier sein zu dürfen und mit euch gemeinsam in meine Tarotkarten reinzuschauen. Wir hoffen natürlich auf eine positive Legung und wir starten mit der ersten Karte. Und das ist eure Thema im August. Neunte Kelche, das, was behilflich sein wird oder im Weg steht. Drei der Münzen, euer Bewusstsein. Der Narr. Euer Unterbewusstsein, drei der Stäbe. Die Vergangenheit, die Hohepriesterin. Die nahe Zukunft, der Magier. Eure Energie, 5 der Stäbe, äußere Energie, 4 der Kelche, Page der Stäbe, das sind eure Hoffnungen oder Ängste und die letzte Karte, die Sonne. Die Karte für die Zukunft. Okay. Haben wir gute Karten. Neunte Kelche, das ist eine sehr gute Karte, weil diese Karte zeigt Dankbarkeit. Dankbarkeit zeigt Grund, um Freude zu haben, Grund, um zu feiern, Grund, um einfach glücklich zu sein, zufrieden zu sein im Leben. Wir sehen auf dieser Karte, dass diese junge Dame sitzt in ihrem Wohnwagen und sie ist einfach glücklich, entspannt. Sie hat ihren Hund dabei, alles ist super, alles in heile Welt, kann man so sagen. Die drei der Münzen hier zeigt Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Gute Zusammenarbeit. Und ich denke, dass diese gute Zusammentun mit anderen Menschen, so eine gute Teamarbeit, wird euch diese Dankbarkeit und diese positive Emotionen, positive Gefühle auch erzeugen. Natürlich, das ist immer sehr wichtig, welche Menschen wir um uns haben. Wenn wir die falsche Menschen haben, dann natürlich, das kann uns ruinieren und gute Menschen können uns aufbauen und zu Erfolg bringen. Wir haben in Vergangenheit die Hohepriesterin und die Hohepriesterin zeigt natürlich, dass man muss auf eigene Intuition gucken, auf dem Bauchgefühl. Man darf nicht irgendwelche Impulse von draußen, von Universum übersehen. Man soll die natürlich auch richtig deuten, weil manchmal deuten wir unsere Intuition. Das, was unsere Intuition uns sagen möchte, deuten wir falsch. Und dann, ja, dann kann natürlich manches schief gehen. Deswegen ist auch sehr wichtig, uns überlegen, wenn wir ein Bauchgefühl haben, was bedeutet das? Ist das wahr oder ist es nicht wahr? Weil manchmal ist es so, dass wir haben einen schlechten Tag, wir sind aufgeregt, wir sind so ein bisschen durcheinander, so chaotisch kann man so sagen. Und das ist natürlich auch wichtig, dass wir, wenn wir ein Problem haben, wenn wir das Beste daraus machen sollen, dann müssen wir uns gut konzentrieren auf das, was man wirklich möchte und was unsere Intuition uns sagen möchte. Ja, nicht falsch interpretieren und nicht so interpretieren, wie einem gerade passt. Ja, nur richtig dem Wahrheit ins Gesicht schauen. Wir gucken gleich, was hier noch zu sagen ist. Wir haben 2 der Münzen. 2 der Münzen, Ass der Schwerter und der Wagen. Ja, und hier sehen wir Veränderung. Wir sehen gute, positive Pläne, richtige Pläne und natürlich Beweglichkeit, Tempo. Ich denke, in diesem Monat, für manche von euch, wird jemand dieses Tempo geben. Ihr werdet gute Menschen um euch haben
um diese Tempo zu beschleunigen, diese Pläne aufzubauen. Vielleicht habt ihr irgendwelche Pläne schon im Kopf gehabt, irgendwelche Visionen, aber man war dann nicht so ganz sicher, ist es gut, ist es schlecht, komme ich da vorwärts oder komme ich nicht. Ja, manchmal hat man zu zweifeln, weil einem fehlen die Helfer oder die richtigen Menschen, die mit euch diese Wagen ziehen können. Ja, wir sehen hier auf dieser Karte von dem Wagen diese zwei Räder, also Fahrrad, hier symbolisch auf dieser Karte zwei Räder, die sich drehen, und zwei Räder geben Dynamik. Wenn das nur ein Rad wäre, dann wird natürlich das nicht so schnell gehen, der Fahrrad oder diese, ja, dieser Rad wird sich nicht schnell bewegen können, aber zu zweit ist immer natürlich auch leichter. Und der zweite Münzen zeigt auch natürlich diese Wechsel. Manchmal ist man so unsicher, wie ich schon erwähnt habe. Man weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Aber wenn wir gute Menschen haben und die richtige Plan, dann natürlich ist die Entscheidung auch leichter, weil wir werden das Gefühl haben, ich bin bestärkt, ich habe positive, gute Menschen, mit diesen Menschen kann ich zählen, wir bilden ein gutes Team, und dann kommt natürlich vorwärts alles, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und dann hat man diese Grund zu Freude, Grund zu Dankbarkeit. Ich denke, diese Dankbarkeit hier, das wird gerichtet in die Richtung der Menschen, die man um euch bekommt oder hat. Man hat vielleicht schon die Menschen, vielleicht ist es eure Familie, eure Nachbarn oder eure Kollegen auf die Arbeit, also auf jeden Fall jemand, der mit euch ja gute Team bildet. Das müssen auch nicht gleich 10 Menschen sein, das können 2 sein, das können 3 sein. Hier haben wir symbolisch diese 3 Münzen. Auf jeden Fall Leute, die das Gleiche wollen und sich anstreben. Jeder gibt etwas von sich, ja, das ist auch sehr wichtig. Dann haben wir den Narr, die Karte wie die Veränderung, neue Start. Der Narr zeigt auch, dass jeder, was steht auf die Karte, nutze die Chance, denn jeden Morgen ist ein neuer Anfang. Und natürlich die Karte möchte uns auch sagen, dass wir sollen diese jeden Morgen positiv anfangen. Diese junge Dame schaut in Spiegel und sie sieht sich positiv, ja, glücklich, zufrieden, voller Zuversicht und Power. Wir können natürlich uns anders sehen, negativ, aber mit negativer Einstellung erreichen wir nicht so viel wie mit der positiven Einstellung. Deswegen, wir können den Tag anfangen, so oder so. Die Entscheidung liegt an euch. Und es ist sehr wichtig, dass wir uns auch gewöhnen an manche Rituale und anders gesagt, uns ein Muster zu geben. Und diese Muster soll positiv sein. Ich schaue in den Spiegel und ich sehe eine positive Person. Ich kann zu mir lachen, auch wenn, ja, wenn nicht immer so gut läuft. Aber mit einer positiven Einstellung, wie gesagt, kommt man besser vorwärts als mit negativen Einstellung. Und wenn ich die Karte mit diesen 3 Münzen hier noch verbinde und mit dem Wagen natürlich auch mit den anderen Karten, dann sehen wir, dass die Menschen, die wir um uns haben, können auch unser Muster und gleichzeitig unsere Einstellung zu sich selbst und zum Leben auch positiv verändern. In Unterbewusstsein habt ihr 3 Stäbe, und 3 Stäbe, das ist auch Neuanfang, Neustart.
Wir haben eine Karte, die heißt Zweistäbe, ja, und diese Karte, die ist hier nicht da, aber um das besser zu verstehen, zwei der Stäbe, das ist eine Karte, wo man zweifelt, man weiß noch nicht, man kann sich nicht entscheiden. Und hier sehen wir schon die Steigerung, man hat sich entschieden, ja. Ich weiß, ich möchte das machen, ich bin gut dabei mit diesen Menschen, ich möchte da rein einsteigen oder ich möchte in dieser Gesellschaft bleiben, weil diese Menschen tun mir auch gut. Dann haben wir fünfte Münzen, dann haben wir noch den Teufel und neun der Schwerter. Und natürlich der Unterbewusstsein, das ist immer das, was oft uns, ja, unsere negative Erlebnisse gespeichert hat. Negative und auch positive Erlebnisse auch gespeichert hat. Aber hier sehen wir diese negative Erlebnisse, die euch ein bisschen im Weg stehen werden und in eure Unterbewusstsein, wie gesagt, gespeichert sind. Armut. Armut, fünfte Münzen, Ängste, Zukunftsängste. Man fühlt sich so hilflos. Vielleicht habt ihr solche Momente schon im Leben gehabt, aus irgendwelchen Gründen, weil man hat auch die falschen Menschen um sich gehabt. Oder andersrum, man hat gute Menschen gehabt und man hat aber sich entschieden, zum anderen Menschen zu halten, was anderes zu erleben, was negativ war. Das könnte natürlich auch sein. Auf jeden Fall, irgendwelche Erlebnisse waren da und das sitzt drin. Also Angst von Zukunft, Angst vielleicht, dass diese Pläne, die hier zu sehen sind, dass das nicht gelingt, dass diese gute Arbeit auseinanderfällt, diese gute Teamarbeit auseinanderfällt, dass manche Leute vielleicht weggehen werden, dass man vielleicht doch einen Konflikt bekommt und so weiter und so weiter. Deswegen sehr wichtig ist, wenn man schon gute Menschen hat, dass man die Menschen und die Kontakte auch pflegt, dass man auch mit den Menschen, wenn irgendwelche Probleme sind, auch lösen, versucht zu lösen und nicht gleich den Kontakt abzubrechen oder beleidigt sein und so weiter. Aber einfach Verständnis auch haben, das ist auch sehr wichtig, weil wir versuchen oder wir verlangen von den anderen, dass die zu uns Verständnis haben, aber wir zum Beispiel haben zu den anderen kein Verständnis, ja. Also hier könnte man viel darüber reden, auf jeden Fall diese Kontakte gut zu pflegen, ja, dass man dann im Endeffekt gut aufgehoben wird und dass man die Menschen nicht verliert. Wir haben aber hier auch den Teufel. Den Teufel und dann haben wir neun der Schwerter. Das sind Karten natürlich, die zeigen Blockaden, die zeigen, dass man schon im Leben irgendwelche toxischen Menschen getroffen hat, die einem runtergezogen haben, die haben euch gebracht zu Momente, wo man dann verzweifelt war, wo man in der Nacht nicht schlafen könnte, weil man hat sich Sorgen gemacht, wie das weitergeht. Ja, und dann komme ich noch zu das, was ich am Anfang gesagt habe, positive Menschen, gute Menschen, die uns ja, behilflich sein können, auf die man zählen kann, die sind wirklich sehr viel wert, wahrscheinlich auch mehr wie ein Lottogewinn, weil diese Menschen können uns im Leben immer helfen, egal in welcher Phase. Deswegen hier sehen wir, dass man schon die negativen Menschen getroffen hat und man hat davon Angst davon, dass das wiederkommt. Ja, der neue Start ist da, aber mit riesigen Angst, mit riesigen Angst. Wie wird das in der Zukunft sein? Wird es gut oder schlecht sein? Fünfte Stäbe sehen wir Konflikte, zwischenmenschliche Konflikte und man hat das Gefühl oder eher wieder Angst. Ich werde sagen, das ist Angst hier. Das mit dieser Person wird sich nicht gut entwickeln. Vielleicht nimmt ihr schon wahr, dass manche Menschen passen zu diesem Team nicht, ja, dass da irgendwelche, wie soll ich sagen, toxische Menschen sind oder irgendwelche Leute, die
mehr wollen aus diesem Kuchen. Wie das so immer zwischen Menschen ist, ja, das sind verschiedene Typen, die sich immer irgendwo treffen auf den Arbeitsplatz, sagen wir, oder in Nachbarschaft, und umso enger auf diese Welt wird, ja, dann umso mehr Probleme werden auch sein. Und es ist auch wichtig, dass man sich ein bisschen abgrenzt, dass man auch für sich auch lebt. Trotzdem, man soll sich nicht irgendwie isolieren, aber man soll die Menschen, die euch dann nicht passen, einfach aus dem Leben entfernen. Wir sind hier für die Kirche. Da draußen ist jemand, der ist unzufrieden. Unzufrieden, kann sich nicht entscheiden. Eigentlich hat alles, aber kann sich nicht entscheiden. Neunte Stäbe, eine Karte, die zeigt, dass man viel im Leben erlebt hat. Man hat sich oft verbrennt. Ja, die Kerzen sehen wir, diese alten Kerzen, symbolisch gesehen. Man hat wieder neue Kerzen in der Hand. Man hat sich verbrennt. Und jetzt, man überlegt sich, werde ich mich auch verbrennen oder nicht? Also ich sehe hier auch von der anderen Seite jemand, der unsicher ist. Ich würde jetzt nicht sagen, Angst hat, aber unsicher ist. Zweite Kelche möchte mit euch in eine Partnerschaft vielleicht kommen, mit einem Kontakt mit euch treten, etwas Gutes aufbauen. Der Mensch meint, wie ihr passt zusammen. Ja, da haben wir die zweite Kelche. Das ist so eine Symbiose zwischen zwei Menschen. Der Mensch wünscht sich auf jeden Fall die Symbiose mit euch und was Neues anzufangen. Vielleicht auch mit euch irgendwie verreisen. Mit euch was Neues anzufangen. Aber hier haben wir die Welt, die Ass der Schwerter, das ist auch was Neues. Der Narr zeigt auch, und diese drei der Stäbe auch. Das sind Karten, die zeigen Neuanfang, zeigen ein neues Projekt, kann man so sagen. Dieses neue Projekt, das könnte natürlich eine neue Partnerschaft sein. Das könnte natürlich auch hier im Schiff zusammen ein Erlebnis sein oder ein Business, ja, ja, Arbeit zusammen tun, etwas machen. Muss nicht nur Partnerschaft sein, aber ja, egal was das ist, einfach ein Event aufbauen, starten, sowas in dieser Richtung. Also es gibt viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall, wir sehen hier, dass dieser Mensch ist positiv zu euch eingestellt. Aber diese Person kann sich auch nicht entscheiden. Dieser Mensch fehlt noch was in euch. Ja, fehlt noch diese Kirsche auf die Torte. Wie sagt man? Ja, so sagt man, glaube ich. Fehlt diese letzte, ja, paar Prozente, wo man dann sagt, ja, das ist das, da bin ich sicher, dass das das Richtige ist. Deswegen hier sehe ich positiv, ja, aber gleichzeitig auch ein bisschen zögern. Weil ich, wie gesagt, diese Person hat wahrscheinlich auch diese gleichen Erlebnisse gehabt im Leben wie ihr. Diese Person hat schon jemand Negatives kennengelernt und negative Erlebnisse gehabt. Ich könnte mir auch vorstellen, das waren auch vielleicht mit euch. Es könnte auch jemand aus der Vergangenheit sein, ja, oder auch jemand, der jetzt in eurem Leben ist. Und jetzt ist einfach so eine Sache, man muss sich zusammentun, man muss sich oder man versucht, ja, man muss oder man versucht etwas aufzubauen oder man muss zusammenarbeiten, aber man hat sich schon enttäuscht, aber ja, man versucht wieder das Ganze aufzubauen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Weil ihr seid euch nicht egal, werde ich das so sagen. Ihr seid euch nicht egal. Ja, man möchte
vorne kommen. Ja, manchmal ist es so, eine Partnerschaft oder eine Freundschaft, eine Zusammenarbeit zwischen Kollegen funktioniert wunderbar zu einem gewissen Punkt und irgendwann kommt zu einer Krise, so wie das immer ist, ja. Und dann, ja, dann ist man enttäuscht, weil der eine hat so oder so entschieden oder sich so verhalten oder hat sich so viel genommen von die Torte, die einem eigentlich zugestanden ist oder den größeren Stück hat euch zugestanden und der andere hat es ergattern. Und ja, und dann kommen irgendwelche Probleme. Auf jeden Fall kommt dann im Endeffekt zu einem Punkt, wo man sich dann vertragen muss, weil das muss weitergehen. Deswegen hier diese weitere Entwicklung ist angesagt, weiterkommen, das was war, hinter sich lassen, etwas aus diesen, natürlich aus dieser Erlebnisse, die nicht positiv waren, wie sagt man, die Lehre zuzuziehen, die Lehre zu ziehen, das sollte für euch Lehre sein, eine Lektion, ja, ein Lebenslektion. Man soll reflektieren, man soll das einfach nicht hinter sich lassen, weil sonst wird man sich nicht entwickeln im Leben. Man muss die Entschlüsse ziehen und fragen, warum zu dieser, sagen wir, zu dieser Problem gekommen ist. Warum habe ich so zum Beispiel reagiert? Warum dieser Mensch hat so reagiert? Und warum ist ja eigentlich zu diesem Problem gekommen, dass ich, sagen wir, hier zugelassen habe, dass mich jemand verletzt hat, ja? Oder dass jemand hat mir diese Nachtstunden geraubt, weil ich könnte nicht denken, ich war total chaotisch, aufgeregt und so weiter und so weiter. Man muss da an sich ein bisschen arbeiten, ja, das ist sehr wichtig. Und immer sich fragen, was hat dazu geführt, was kann ich verbessern in der Zukunft. Was haben wir da? Wir haben Page der Stäbe, wir sehen hier die Hoffnung, dass man sich befreit aus irgendwelchen Zweifeln, aus das, was einem hier nicht gut tut oder aus ja diese Entscheidung, bessere Entscheidungen treffen, was kann man dazu noch dabei tragen, dass das alles schneller und besser sich entwickelt, dass man gute Zusammenarbeit oder einfach gute Partnerschaft hier aufbauen wird. Der Magier und die Sonne, zwei wunderbare Karten, wir sehen auch wechseln hier positive Aspekte, sehr viel Wärme, sehr viel positive ja, Aspekte, wie ich schon gesagt habe, positive Energie, die zu euch kommt. Der Magier zeigt auch, dass im Leben ist alles möglich, ja, das man muss manchmal abwarten. Man muss aus der Situation etwas machen, das einem nicht runterzieht, nur im Gegenteil. Ja? Was steht hier auf die Karte? Du hast alles, was du brauchst, um alles zu tun, was du willst. Genau, zum Beispiel dieser Satz hier unten auf die Karte. Ich werde ihn nicht alle lesen, sonst wird es zu viel. Das sagt auch, du hast viele Möglichkeiten. Du hast viele Möglichkeiten, du musst diese Möglichkeiten nutzen. Diese Karte sagt uns auch, gib dir die Erlebnis, Spaß zu haben. Das bedeutet auch, nutzt die Möglichkeiten, um das Leben zu genießen. Du hast nur die 5 Minuten da, hier, jetzt. Was passiert dann später, wenn du nicht mehr da bist auf dieser Welt? Das weißt du nicht, das weiß niemand. Deswegen nutzt es, um das Positive zu machen. Und hier werde ich
Nur und nur reden von dem Positiven. Wir sind hier auf die Erde, um die Erde schön zu gestalten, positiv zu gestalten und nicht andersrum. Und alle, die dann natürlich alles kaputt machen und Kriege führen und so weiter, das gehört hier nicht. Wir sind geschaffen, wir Menschen, wir sind geschaffen, um in Frieden zu leben, Schönheit zu leben und das Leben zu genießen und in einen Einklang mit der Natur zu leben. Ja, und natürlich das Beste Zwischenmenschliche rauszuholen. Königin der Schwerter, steh zu deiner Meinung. Die Liebenden haben wir. Und dann haben wir Ritter der Kelche. Wir sehen hier, ihr werdet gewinnen, diese Challenge. Die Königin der Schwerter, das ist jemand, der etwas gewonnen hat. Jemand, der stolz auf sich ist. Jemand, der viel im Leben erreicht hat, hat alles unter Kontrolle, kann entspannt ja, auf die Situation von oben schauen. Ich denke, ihr werdet eine gute hier Entscheidung treffen, was die Liebe angeht, was Partnerschaft angeht, Kontakte mit den anderen Menschen. Hier haben wir Liebenden und Ritter der Kelche, hier haben wir die zwei der Kelche. Also wir sehen hier, was Emotionen angeht, wird sich was tun. Für manche von euch wird wahrscheinlich hier in diesem Monat ja, wird ihr euch selbst die Frage stellen. Ist diese Person für mich oder nicht? Für andere wird vielleicht eine neue Person kommen, wo man dann sich auch die Frage stellt, soll ich diesen Mensch in mein Leben reinlassen oder nicht? Für die anderen wieder, soll ich wieder die Chance geben, also neu aufbauen, diese Partnerschaft oder diese Freundschaft. Weil hier, wenn die Kelche kommen, man könnte natürlich reden, gleich reden von Liebe, Partnerschaft und so weiter. Aber Leben besteht nicht nur aus Liebe und diese prickelnde Verliebtheitsgefühle und so weiter, aber wir haben auch Freunde, Familie, Arbeitskollegen und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall hier sehen wir einen besonderen Mensch für euch in diesem Monat und ihr werdet euch Chance geben. Ja, wird beide euch Chance geben, ja, egal ob das jetzt romantisch gesehen ist, nur auf den Arbeitsplatz oder einfach als im Freundekreis. Ist ein besonderer Mensch und ihr werdet mit diesem Mensch sich wohlfühlen, ihr werdet euch gut fühlen, ihr werdet irgendwelche Zweifel hier besiegen und ihr werdet Neuanfang starten. Meine Lieben, das wünsche ich euch von ganzem Herzen und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Passt auf euch gut auf und tschüss.